Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. So war das. Das Alienvieh ist scheinbar im Lüftungsschacht. Und es verfolgt mich. Der Judentag aber auch. So. Stimmt, da war ja was. Der Controller hat ja vibriert, wenn das Ding näher kam. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Muss ich schon zugeben. Vor dem Vieh. Ich habe echt... Oh, wir haben gerade eben erst gesprochen. Und zwar, Leute, ich habe was mega Wichtiges übersehen in dem Raum, wo wir rein konnten. Und zwar war da unten etwas zum Aktivieren, was ich nicht aktiviert habe. Ich verstehe das Vieh nicht. Ah! Ei. Na, was geht? Ich hab's zu lange provoziert. Toll. Es hockt es da hinten. Ich krieg Anfälle. Ey, genau das wollte ich eigentlich nicht, aber ich hatte gerade eben Probleme, die Aufnahme zu starten. Ich bin hier nicht. Ich schwöre, ich bin hier nicht. Gut, okay. Dreh um. Jedoch einfach wieder zurück in das scheiß Lüftungsschacht-Dingen und dann ist auch gut. Dann sind wir alle zufrieden, ich schwöre. Ich sag's dir offen und ehrlich. Wir sind dann alle zufrieden. Wirklich, wirklich. Wirklich. Das Vieh lässt sich nicht so einfach verarschen. Es ist weg. So. Komm, mach schnell. Es ist wieder da. Ich habe es nämlich jetzt aktiviert. Crap! Oh Gott, wenn das jetzt rauskommt, ne? Ich fange an zu weinen. Ich muss übrigens noch darüber. Weil da vorne ist ja auch noch ein Raum. Da möchte ich auch gerne gucken, was da drin ist. Weil ich habe ja am Anfang schon den Geräuschemacher verpasst. Ich bin nicht stolz, nein. Es ist draußen. Ey, komm, du bist voll hässlich. Geh weg. Ich mag hier keiner. Erst wenn es wieder im Lüftungsschacht ist, bewege ich mich hier raus. Okay, gesperrt. Okay. Wenn so ein Scheißteil fehlt. Oh Gott. Alter, ich hab viel zu sehr Angst, mich irgendwie großartig zu bewegen. Ich weiß aber nicht mehr richtig, warum. Bitte seid raus. Also seid im Lüftungsschacht und geh wieder. Hä? Okay, das Alien, das backt sich durch die Gegend.
Ja, es scheint hier zu sein. Ah. Natürlich. Hey, ich schwöre, ich bin nicht im Schrank. Wirklich nicht. Das ist ein Ding. Okay. Ich bin noch ganz hart am Arsch, wenn es mich gleich hier sieht. Och Mann. Ich bin gerade übelst angespannt. Ich muss wieder zurück das Ding einsetzen. Es ist draußen. Oh, ich hasse es. Es bewegt sich nicht mehr. Oh. Hat es sich denn jetzt geportet? Warum kann es das? Finde ich nicht gut. Aber ich sitze ja auch die ganze Zeit so nach dem Motto, so ich sag nichts, weil ich hab voll Schiss. Es ist jetzt genau über mir. Komm bitte nicht raus. Hoffentlich gibt es hier drin keinen Lüftungsschacht. Ne, ein paar Leichen, aber... Es soll wieder weg, so auf, sobald das komplett halt eben weg ist aus dem Radar, dann gehe ich, dann traue ich mich. Aber nicht jetzt. Das ist mir. Ist mir zu hart. Jetzt kommt es raus. Oder auch nicht? Oder doch? Übergangspatient
check's nicht. Warum? Mal ganz kurz, gibt es irgendwas Interessantes auch noch auf der anderen Seite? Nicht? Irgendwie bestehen meine Folgen. Okay. So. Irgendwie bestehen. Ich bin gerade rausgeflogen. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie nichts beeinträchtigt. Weil sich irgendwas bei mir geöffnet hat. Why not? Aber ich hoffe, das beeinflusst jetzt hier nichts. Ich muss nichts schneiden, das fände ich doof. Aber, böses Alien, böses Alien. Hier bist du. Ich sehe dich. Warum verzieht es sich nicht einfach? Weil ich will nämlich, wenn ich jetzt da nach hinten gehe, dann fängt es an, mich zu verschlingen und zu beißen und so. Ich will das nicht. Also ich mag das Alien echt nicht. Das ist... Na, wer mag schon das Alien? Das ist eine Missgeburt. Blödes Kind. Du bist jetzt ein blödes Kind. Hä? Das hat sich doch wieder geportet, das sehe ich doch. Das buggt doch. Da. Kann ich hier drin eigentlich erfrieren? Ich hoffe mal nicht. Aber das ist ja, das ist echt bescheiden. So. Du bist doof. Es portet sich doch schon wieder. Es hängt bei mir auf meinem Ding. Ey, ich möchte, dass es einfach mal weggeht, okay? Was ist da? Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu gefährlich. Das ist mir echt zu riskant gerade. Ich möchte, dass es abhaut. Ich kann irgendwie mich nicht bewegen, während das Alien da ist. Das geht irgendwie nicht. Ich traue mich das irgendwie nicht. Eigentlich voll dumm, ich weiß, aber... Jetzt ist es scheinbar weg. Nein. Bewegt sich genau dann, wenn ich vorhabe, irgendwie zu laufen. Ey, ich wäre wahrscheinlich schon längst drüben, aber ich habe so Angst, dass das Ding, wenn ich nach da hinten gehe, dass das Ding aus dem Teil da oben rausgesprungen kommt. Und darauf habe ich einfach gar keine Lust. Alter, ist chill. Chill einfach, okay? Alien, geh. Geh einfach weg. War ja klar. Okay, es ist hier. Da vorne ist es. Wahrscheinlich auch über mir. Da oben muss es jetzt sitzen. Also eigentlich da. So ein bisschen schräger. Aber ich finde das voll bescheuert irgendwie. Soll einfach mal komplett weggehen, so. Auf 80, 90. Wenn es auf 95 ist, das ist perfekt.
Gott sei Dank ist hier kein... Oh verdammt, ich hab's auf die Spitze getrieben. Ist da hinten drin. Langsam aggressiv. Aber ich beende den Part jetzt nicht, bevor ich das jetzt geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Ich habe voll das Kackgefühl. Was? Taylor ist verletzt. Durchsuchen Sie an See San Cristobal nach einem Medikit und kehren Sie damit zur Transitstation zurück. Warte mal, zur Transitstation? Wie ist es jetzt einfach? Ja, Schutz. Und rein da. Habe ich jetzt das gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt was Gutes gemacht? Ich bin verwirrt. Ich check gerade nicht, was ich gemacht habe. Okay. Mal ganz kurz gucken.
Wartet mal, ich probiere mal, wie kann man das Stockwerk ändern mit X. Was ist denn hier? Weiß keiner. Okay. Da drüben. Da ist die Tür, glaube ich, immer noch zu. Okay, shit. Es scheint wieder da zu sein. Ich verstehe gerade gar nicht, was ich gemacht habe. Aber okay, das muss ich ja schließlich nicht. Ich beende jetzt einfach an dieser Stelle den Part und gucke dann mal gleich nach, was ich da machen muss, weil ich bin gerade irgendwie ein bisschen planlos. Also ich probiere gleich ein bisschen offscreen herum und schneide euch dann wieder rein, wenn es soweit ist. Aber das ist in der neuen Folge in Alien Isolation. Bis dahin euch noch einen schönen Tag und... Tschüss.